2017 ist für mich nicht in erster Linie ein Lutherjahr, sondern ein Reformationsfeierlichkeitenjahr, das 2017 gefeiert wird, weil vor 500 Jahren tatsächlich wahrscheinlich vielleicht Luther seine Thesen an der Wittenberger Schlosstür angeschlagen hat und man das im Rückblick sagt, damit hat die Reformation angefangen. Als Reformierte fühle ich mich von der Reformation durchaus betroffen. Das kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie einen Katholiken fragen, würde der Ihnen wahrscheinlich sagen, es hat damit auch zu tun, dass wir noch getrennt sind. Wenn Sie einen Protestanten fragen, sagen Sie, der wird sagen, ich bin deswegen protestantisch. Aber wenn Sie einen oder eine Politikerin fragen, dann würde die Ihnen hoffentlich auch erzählen, dass unsere Gesellschaft sehr wesentlich von der Reformation mitgeprägt ist, die ja eine europäische und dann weltweite Bewegung war und zum Beispiel das Sozialwesen beeinflusst hat oder die Art und Weise, wie der Christ, die Christin über sich selber denkt und was er sich selber zutraut und die Rolle der Pfarrer und Pfarrerinnen und die Stellung der Bibel. Ich glaube, wir brauchen immer solche Typen, die nochmal drüber nachdenken, was fragen wir uns eigentlich? Was bewegt die Gesellschaft? Wo sind die Probleme? Und zwar sowohl die theologischen Probleme. Was glauben wir? Wie stellen wir uns unseren Gott vor? Wo kommt er in unserem Alltag vor? Wer hat die Definitionsmacht über das Wort Gottes? Wer hat das Sagen? Wo ist das Volk? Wo sind die Ausgegrenzten? Und was hat unser Glaube für Auswirkungen auf unser Handeln? Ich glaube, das brauchten wir damals und die ganzen 500 Jahre über und jetzt natürlich auch wieder. Aber das gibt auch Menschen, die darüber nachdenken. Und wer weiß, vielleicht feiern wir in 500 Jahren jemanden von den Menschen, die heute gerade irgendetwas ganz Kleines bewegen.